So, willkommen zu einer weiteren Folge, diesmal in der Bonusgalerie, wie gehabt, wie beim ersten Teil auch. Wir gucken uns jetzt nicht alles an, das haben wir ja, glaube ich, im Intro schon gesehen gehabt, oder? Ich weiß es nicht. So, Brandon, hä? Das ist alles relativ lang. Vergleich, ja, das ist immer eigentlich ganz interessant. Commander, the last transmission? Oh, 900 hours. Since then, nothing. Perhaps Einstein escaped? Too much to hope for, General. He would have contacted us by now. This is classified. I know. I sent for her. General von Essling, she is a civilian. That's why I don't get killed. Commander, this is Tanya Adams, a professional volunteer. She will work with you on this mission. Somewhere inside this research center, the Soviets hold Albert Einstein. We need him back, immediately. Get Tanya inside, so she can get Einstein out. Once you have located him, bring him back to your drop-off point for immediate evacuation. Be careful. The base is heavily fortified, but not invincible. Their weakness is power. Black out the base and nothing will stop you. Good luck. Das war wirklich schon ein Unterschied. So. Ach krass, wie der mal aussah. Alter. So. So kenne ich den schon eher. Nichts mit den komischen Langhaaren. Das können wir uns mal angucken, das ist schön kurz. So, wo waren wir jetzt eigentlich bei der Nummer 6? 7? Nice. Ah, das hat ein Das hat gleiche. Nee, fast. Das ist, finde ich immer ganz geil, wenn du sowas ein Remastered hast oder sowas oder ein Remake, dass du da halt hinter den Kulissen noch was bekommst. Oh, so ein T-Shirt hätte ich tatsächlich ganz gerne. Oh, das ist wieder schön kurz. Rock, go ahead, Rock. Put your gun down. He's really leaning. You're gonna lift the rock. Uh-huh. And you're, no, you look down front. Or this way, towards me. Oh, right there. Yeah, okay. So you guys are all in. We can move your hands away. Can I get close? No. I see no one here. Must have been the wind out, yeah. Must have been the wind out. I gathered, or? I heard. I heard. Must have been the wind I heard. Must have been the wind I heard. That's what I thought. Move out. And you guys go. I know. I thought Paul had the same exact same arm, but he doesn't. Mm-mm. I know. Und Kane ist auch immer schön dabei hinter den Kulissen. Ja, 2 Minuten sind wir doch wieder ein bisschen zu lang. Das kann man sich ja selber alles angucken, wenn man das Spiel kauft, was ihr definitiv tun solltet.
Schön, schön, schön. Ach ja, Westwood, das waren noch Zeiten. Ich frage mich bloß, wozu man diese Waffen extra fotografiert hat. Hat aber schön lange drauf gehalten. Nummer 48 war das. Eigentlich auch ein cooles Lied. Ich will es nicht zu lang abspielen, weil ich keine Ahnung habe, was YouTube eventuell dann wieder macht. So. Oh, frühe Version. Da finde ich tatsächlich das finale Logo besser. Viele Spielszenen waren ja gar nicht zu sehen und die Videosequenzen waren, also die realen, hatte ich gar nicht gesehen, glaube ich, während des Spielens, oder? So. Naja, nicht so meins. Vor allen Dingen, die schreiben immer, es wurde entdeckt, wo ich mir denke, wird sowas nicht archiviert, dass man weiß, wo was liegt? Wer weiß, was da noch alles in den Archiven rumschlummert, wenn die sowas da schon gefunden haben. Das hätte ich gern, verdammt.
finde, insgesamt gibt es hier wesentlich weniger Greenscreen-Aufnahmen als beim ersten Command & Conquer, also als in der Bonusgalerie. Und vielmehr hier so eine Illustration. Das klingt geil. Das klingt echt ganz geil. Schade, dass das nicht mit bei war. Letztes Foto des Tages. Okay, quiet please. Last shot of the day. Okay, dann war es das auch mit der Bonusgalerie. Die war auch komplett freigeschaltet. Wieso zeigt er mir immer noch eine 1 an? Ich habe doch eigentlich alles durchgeklickt gehabt. Keine Ahnung. Eigentlich hat nur doch alles. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was wir verpasst haben. Ist auch egal. Könnt ihr euch selber dann noch reinziehen. Und ich würde sagen, wir machen noch Völkchen vom Multiplayer, zumindest gegen Bots. Ich will mal einmal die Seite der Sowjets spielen und einmal der Alliierten, um zu gucken, was man da jetzt im Multiplayer alles so bauen kann. Ich denke mal, man hat da jetzt vollen Zugriff auf alle Einheiten. Ich bin gespannt. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Spitz bedanke mich. Bis denn.